Ich bin Kommunalpolitiker in Offenbach. Mein Name ist Gregor Engels. Und bei meiner ersten Rede im Parlament habe ich eröffnet mit den Wörtern: Mann, bin ich nervös. Und danach war ich nie wieder nervös im Parlament. Heute bin ich es wieder. Liebe Freunde, für die kommende Europawahl haben wir Piraten heute schon einen Rekord aufgestellt. Denn dies hier ist die größte basisdemokratische Aufstellungsversammlung Europas ever. Und das ist sicherlich kein Zufall. Und auch nicht wegen des Unterhaltungswertes der GO-Schlachten. Nein, das liegt daran, dass uns Piraten Europa sehr, sehr wichtig ist. Europa ist die Antwort auf Probleme, die wir alle haben. Viele Themen, die die Piraten und die Piratenwähler bewegen, lassen sich nur im globalen Zusammenhang angehen. Denn die heutige Welt, in der wir leben, hat sich seit der Zeit der Bismarckschen Kolonial-Europa der Nationalstaaten weiterentwickelt. Wir leben in Europa in einer Zeit des Friedens. Wir leben in einer Zeit der globalen Kommunikation. Wir leben in einem Zeitalter der Vernetzung. Und auch die Probleme unserer Zeit sind vernetzt. Kein Land der Welt kann heute und auf lange Sicht hin diese Probleme alleine lösen. Deshalb haben wir Piraten als erste Partei in Deutschland gesagt, dass die Europapolitik für uns keine Außenpolitik ist. Deswegen sind die Piraten ein globales Phänomen mit Piratenparteien in über 70 Ländern. Und deswegen treten wir als erste Partei mit einem gemeinsamen transnationalen Wahlprogramm an, welches von allen europäischen Piratenparteien geteilt wird. Die Europäische Union wurde als ein Projekt mit wirtschaftlicher Zielsetzung geboren. Heute ist es an der Zeit, dass es sich zu einem Projekt der Bürger weiterentwickelt, mit Bewusstsein für die europäische Identität des Zusammenlebens der Menschen und Regionen in Europa im Sinne einer Gemeinschaft. Wir müssen also die Probleme, die alle betreffen, gemeinsam lösen. Wir brauchen eine solidarische, gemeinsame Flüchtlingspolitik in der EU. Wir brauchen keine Festung Europa. Es kann nicht wahr sein, dass die EU bei der Flüchtlingsflut aus Syrien mit nur 30.000 aufgenommenen Flüchtlingen unbeteiligt dasteht, während das winzige Jordanien über eine 500.000 Menschen aufnehmen konnte. Und wenn die EU-Agentur zum Schutze der Außengrenzen, Frontex, tatenlos zusieht, wie Menschen zu Hunderten im Mittelmeer vor Lampedusa ertrinken, dann brauchen wir so eine Agentur nicht. Wir brauchen ein solidarisches Abkommen zur Aufnahme der Flüchtlinge, die nicht einzelne Regionen über die Gebühr belastet, sondern alle in Europa in die Verantwortung nimmt. Im heutigen Europa dürfen die Menschen sich frei bewegen. Viele Schranken sind abgebaut worden, um diese Freizügigkeit zu gewährleisten. Es ist aber auch an der Zeit für eine Harmonisierung der Unternehmenssteuern in Europa. Die Großkonzerne spielen mit Arbeitsplätzen, um anschließend trotz Milliardenumsätze praktisch keine Steuern zu zahlen. Das ruinöse Steuerwettbewerb muss ein Ende haben. Und sehr kritisch ist dabei das transatlantische Freihandelsabkommen, das sogenannte TAFTA oder TTIP. Es kann nicht wahr sein, dass wie damals bei ACTA die Interessen der Zivilgesellschaft wieder bei geheimen Verhandlungen ausgeschlossen werden, während die Lobbyisten der Großkonzerne freien Zugang zu den Verhandlungen haben. Wir brauchen so ein Abkommen nicht.
Wir brauchen, was wir brauchen, sind Handelserleichterungen für alle und nicht nur für die Großkonzerne der Industrieländer. TTIP ist nicht mehr notwendig, nachdem bei der WTO-Tagung in Bali vor einem Monat ein Abkommenpaket beschlossen wurde. In diesem Paket, auch von der USA und der Europäischen Union, in diesem Paket sind auch Handelserleichterungen für Entwicklungsländer und die ärmsten Länder der Welt enthalten. Und das bringt den Wohlstand für alle. Wir müssen die Bali-Abkommen nun zügig ratifizieren und auch die Schranken zum europäischen Agrarmarkt abbauen und die Agrarsubventionen in diesem Sinne einsetzen. An dieser Stelle möchte ich die Euro-Einführung in Lettland begrüßen. Bereits heute, 4 Tage nach dem Beitritt, laufen schon über 30% der Zahlungen dort in Euro. Und deswegen habe ich auch ein klares Ja zum Euro-Beitritt Polens, welches die Konvergenzkriterien für die Euro-Einführung erfüllt. Der polnische Präsident Bronislaw Komorowski stellte die Euro-Einführung in Aussicht nach den Parlamentswahlen 2015 in Polen. Wir sollten politisch unsere Nachbarn auf diesem Wege begleiten und unterstützen, um zu verhindern, dass diese Frage für Angstpolitik instrumentalisiert wird. Angstpolitik hat in Europa nichts verloren. Und deswegen auch ein klares Ja zu den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Die Politiker, die den aktuellen Korruptionsskandal für die antitürkische Stimmung benutzen, sind auch dieselben, die seit Jahren die Ratifizierung der UN-Antikorruptionsabkommen in Deutschland verhindert haben und so, dass Abgeordnetenbestechung in Deutschland immer noch nicht strafbar ist. Das oberste Gericht in der Türkei hat das Polizeidekret der Erdogan-Regierung gestoppt und so die Unabhängigkeit des Justizapparates demonstriert. Und das ist der Beweis, dass die Beitrittsverhandlungen wirken und die Türkei wird sich auf dem Weg der Demokratisierung weiter bewegen, auch ohne Erdogan-Regierung. Wer jedoch die Fortschritte verkennt und sich der Angstrhetorik bedient, wer in Europa nur einen bürokratischen Moloch wittert, der sät die Saat, deren Früchte die Erfolge der rechtspopulistischen Parteien wie der französischen Front National, der niederländischen Freiheitspartei, der ungarischen Jobbik oder der wahren Finnen sind. Es ist an der Zeit, die verniedlichend sogenannten Europaskeptiker bei richtigem Namen zu nennen. Das sind Europafeinde, die bereit sind, das einzigartige Menschheitsprojekt Europa für einen vermeintlichen, kurzfristigen Vorteil zu zerstören. Und deshalb braucht es die Piraten im Europaparlament. Und deswegen will ich mit euch allen kämpfen, damit nach dem 25. Mai eine Piratenfraktion ins Europaparlament einzieht. Mein Name ist Gregory Engels und ich bin Pirat.